Liebe Zuschauer, Sie sehen's, ich bin auf dem Abflug hier vom Flughafen in Frankfurt, berichte ich live und möchte heute darüber sprechen, was mich dazu bewogen hat, das Land zu verlassen. Natürlich, Sie sehen's, wir sind ja immer noch in unserem Studio, aber wir möchten heute der Frage auf die Schliche gehen. Warum so viele Menschen und vor allem so viele Deutsche derzeit auswandern? Ich denke, für den einen oder anderen fühlt sich das alles, was wir hier erleben, wie ein großer Albtraum an. Und genau deswegen haben wir heute die Recherche für Sie übernommen und haben uns mal angesehen, welches Land auf der Welt, welcher Platz auf der Welt wirklich noch Alternativen zu Deutschland bietet und wo es vielleicht sogar ein bisschen besser sein könnte als in Deutschland. Mein Name ist Dominik Ketten und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir haben uns die vier größten Gründe der Menschen angesehen, warum sie auswandern. Und ich kann Ihnen versprechen, am Ende des Videos erscheint ein Land, da muss man fast schon ein bisschen schmunzeln, aber ein Land, das wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten bietet, als man momentan in Deutschland hat, zumindest hinsichtlich der eigenen Freiheit. Ich denke, jeder von uns kennt es, der Vertrauensverlust in die Regierung ist sehr, sehr groß. Man möchte sich sicher fühlen, man möchte nicht das Gefühl haben, das fünfte Rad am Wagen zu sein oder eben zum schlechteren Teil der Gesellschaft zu gehören. An der Stelle eine spannende Umfrage. Wir haben unsere Zuschauer gefragt, ob Sie den Wahlen bzw. den Wahlprognosen der Medien vertrauen. Und Sie wird es nicht überraschen, was ich Ihnen hier zeige. 96% der Befragten vertrauen den medialen Wahlprognosen nicht. Eine zweite Umfrage war auch sehr interessant und für mich sehr bedeutend. Und zwar, ob die Menschen die Spaltung in unserer Gesellschaft spüren. Und sehen Sie selbst, was unsere Zuschauer, unsere Community dazu sagen. Der Wunsch vieler, dass die Kinder in einem stabilen System aufwachsen mit Zukunftschancen, in einem Land, wo man vielleicht auch eine enorme Rolle in der nächsten Generation spielt, der treibt ebenfalls viele aus Deutschland hinaus. Wahrscheinlich ist aber der größte Punkt der politische Wahnsinn, dass man das Vertrauen in die Politik verloren hat und in die Maßnahmen, die trotz der Aussagen, dass das oder das nicht passiert, sich immer wieder widersprechen. Und das in Abständen, die immer kürzer werden. Zum einen stellt man diese These auf und kurz danach bricht man sein eigenes Wort. Der Traum des Eigenheims ist für viele in Deutschland ebenfalls nicht mehr realisierbar, aufgrund der massiv steigenden Lebenskosten und der Inflation, die natürlich dazu führen, dass oftmals die Gehälter gar nicht mehr ausreichen. Was man für sich, bevor man das Land verlassen möchte, auf jeden Fall klären muss, die Kultur bzw. die Sprache, aber auch die Politik spielen natürlich eine enorme Rolle. Also über all das sollte man sich im Vorfeld informieren. Mein wichtigster Ratschlag, und ich spreche mit vielen Menschen, die jetzt Deutschland verlassen haben, in die gesamte Welt, ob es Asien, ob es die Schweiz oder ob es auch Amerika bzw. Südamerika ist, alle haben eins gemeinsam oder alle verraten mir eines. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man dort mal zur Probe lebt, sich längere Zeit auch aufhält und für sich einen Überblick verschafft, ob es dann tatsächlich das finale Ziel ist. Denn eine Statistik, die ich an der Stelle einblenden möchte, sagt, dass im Jahr 2010 bis 2019 so viele Rückkehrer aus verschiedensten Gründen nach Deutschland wieder zurückkamen, nachdem sie ausgewandert sind. Hauptgründe dafür waren Unfälle, Betrug, Pleiten, Sprachschwierigkeiten, aber auch kulturelle Probleme, die Arbeitslosigkeit in dem Land, die Ausbildung der Kinder bzw. auch die Krankenkassen, über die man sich im Vorfeld deutlich informieren sollte. Kommen wir aber dazu, welche Teile der Welt aktuell noch Sinn machen, um dahin auszuwandern. Wir haben heute genauer beleuchtet, zum einen die EU, also die Europäische Union. Welche Länder sind hier vielleicht ein bisschen besser gestellt als Deutschland, wenn es um gewisse Zwänge geht? Und wir schauen uns die USA bzw. Südamerika an. Und ich kann Ihnen versprechen, am Ende des Videos spätestens verrate ich Ihnen einen Oberhammer, ein Land, das für mich persönlich sehr überraschend und sehr charmant klang. Und genau deswegen wandern derzeit auch sehr viele unserer Kunden genau in dieses Land aus, wenn es im ersten Moment etwas exotischer klingen mag. Beginnen wir aber mal mit der Europäischen Union und vor allem hier mit Dänemark, die ja in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt haben, dass alle Maßnahmen aufgehoben werden. Im Vergleich zur restlichen EU ist Dänemark aber schon von Anfang an auf den Corona-Pass ja aufgesprungen, und um Nicht-Geimpfte nicht zu benachteiligen, war es eben möglich, ein negatives Testergebnis zu zeigen, was natürlich den Corona-Pass bzw. im Zuge der Impfkampagne daran liegt, dass die Bereitschaft sehr, sehr groß ist, sich dort auch entsprechend zu impfen. Nachteile für Ungeimpfte gibt es dennoch derzeit nicht, außer den Gang zur Teststation, aber den kennen wir natürlich aus allen anderen Ländern genauso wie beispielsweise hier in Deutschland. Schauen wir uns mal an, was Polen macht. Polen ist ja ein Land, das immer so ein bisschen unter dem Radar der Medien verschwindet, was auch interessant in meinen Augen ist, denn es ist ja ein Nachbarland zu Deutschland. Und in Polen, ich habe es gerade von einem geschäftsreisenden Freund erlebt, sagte, bist du eher der Aussätzige oder man erkennt dich sofort als Ausländer, wenn du dort mit Maske unterwegs bist, was mich erstmal aufhorchen ließ. Denn die Hotels und Restaurants haben dort zwar Kapazitätsbeschränkungen, allerdings ist es so, dass geimpft oder genesen erstmal keine Rolle spielt. Die Betriebe haben
keine rechtliche Grundlage, Sie hören richtig, einen Impfnachweis einzusehen. Man kann da zwar ein eigenständiges Formular ausfüllen, dass man entsprechende Maßnahmen befolgt. Das ist aber alles, was dort gefordert wird, und kostenlose Bürgertests gibt es dort ebenfalls nicht. Die schriftliche Bestätigung dieses Gastes reicht aus. Sie hören richtig. Und das schon ein Land neben Deutschland. Vielleicht ist auch das der Grund, warum die Medien nicht so oft über Polen sprechen. Großbritannien hat ja nach dem Brexit auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst sollte es dem Land sehr, sehr schlecht gehen, nachdem sie alles anders als die Europäische Union gemacht haben. Zwischenzeitlich ist es aber so, dass die Pläne des 3G für großen Ärger in der Regierungspartei sorgten. Also man wollte quasi den europäischen Plan verfolgen oder den deutschen Plan verfolgen. Vorerst wurde aber ein Verzicht auf diese Vorschriften festgesetzt. Die Regierung hat stattdessen Veranstaltern geraten, dass man sich entsprechend an den Nachweis halten sollte oder dass man einen Nachweis von den entsprechenden Besuchern verlangen sollte. Weil es aber viele, vor allem in der Gastronomie und in der Diskothekenbranche, abgelehnt haben, wurden oder werden derzeit die Daumenschrauben enger gezurrt. Ab September sollen Geimpfte Zugang erhalten, alle anderen sollen ausgegrenzt werden. Es ist zwar noch nicht entschieden, aber die Tendenz sehen wir natürlich genau wie in Deutschland, wo es bereits Mitte September entschieden werden soll, dass eventuell nur noch 2G für öffentliche Stätten, kulturelle Einrichtungen und sonstige Spaßveranstaltungen gelten. Schauen wir uns aber mal Südamerika bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika an, wo es tatsächlich so ist, dass die Staaten, in denen die Republikaner unterwegs sind, die natürlich von Donald Trump ganz stark auch im Hintergrund noch bearbeitet werden, vor allem in diesen Staaten entsprechend keine Pflicht für das C, für die Spritze, für die Maßnahmen bzw. das, was man so auf dem Mund herumträgt, sind dort deutlich restriktiver. Viele Staaten haben überhaupt keine Auflagen mehr. Man hat dort ein komplett normales Leben. Dahingegen in den Staaten, wo die Demokraten herrschen, ist es ganz klar so, dass wir ähnliche Verhältnisse wie in Europa haben. Und daran erkennt man auch, dass der Kampf noch nicht ausgefochten ist, dass noch nicht klar ist, dass die Amerikaner wirklich wieder unabhängig von diesem Thema werden, wenn nicht die große oder der große Plan verfolgt wird. Mein Favorit, den ich bereits eingangs verkündet habe, ist Uruguay. Tatsächlich, Sie hören richtig, Uruguay ist das zweitkleinste Land bzw. der zweitkleinste Staat Südamerikas. Es ist kein Billigland, es wird auch die Schweiz Südamerikas genannt. Gerade deswegen ist es für viele Europäer ein Zufluchtsort gewesen. Die, ja, Sie hören richtig, 88% der Bevölkerung bestehen aus ehemals europäischen Einwanderern oder Europäern, vorwiegend aus Deutschen, Spaniern, Italienern, aber auch aus Schweizern. Die Einwohnerzahl liegt bei nur 3,5 Millionen Menschen, was dafür sorgt, dass man sehr viel Platz für sich selbst hat. Also es ist kein dicht besiedeltes Land. 1,5 Millionen Menschen davon leben in der Hauptstadt in Montevideo. Und die Bevölkerung, die ich bereits erwähnt habe, die sehr europäisch geprägt ist, ist deswegen auch so europäisch geprägt, weil der Lebensstandard nicht so günstig ist wie in vielen südamerikanischen Staaten, sondern man liegt zwar unter dem deutschen Niveau, man muss dort aber auch entsprechend was zur Gesellschaft beitragen, und das ist auch eine der Bedingungen zum Einwandern. Sie sollten mindestens ein festes Einkommen von $500 pro Monat haben, damit sie dorthin auswandern können. Ein paar politische interessante Themen sind, dass die Politik dort sehr stabil ist. Es ist auch eine geringe Kriminalität. Man möchte quasi Korruption verhindern. Dafür gibt es sehr strenge Gesetze. Die Einwanderungsbestimmungen bzw. die Barrieren sind hier recht gering gelegt. Man braucht eine beglaubigte Geburtsurkunde, ein polizeiliches Führungszeugnis. Man sollte da bei Interpol nachfragen. Es gibt Gesundheitszeugnisse, die gefordert werden, bzw. eine Tetanusimpfung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Barrieren sehr gering liegen. Neuerdings hat aber das Auswärtige Amt auch hier die Messlatten ein bisschen höher gesetzt. Gerade für diejenigen, die sagen, ich möchte nicht, dass ich mir irgendwas in die Nase stecken lasse. Es ist gewünscht für Residentes, also für Ausländer mit einem Wohnsitz, dass man beim Einwandern dort einen PCR-Test macht. Ein Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist ebenfalls gewünscht, allerdings nicht verpflichtet, zumindest nicht überall verpflichtend. Und das große Thema, das uns ja dazu führt, überhaupt darüber nachzudenken, eventuell aus dem wunderschönen Deutschland auszuwandern, nämlich die Pflicht oder die unterschwellige Pflicht, die uns nach und nach auferlegt wird, spielt dort eben auch medial noch keine Rolle. Und ich gehe davon aus, dass sie es auch langfristig nicht tun wird, weil eben sehr viele Menschen, die kritisch sind, im Zuge der letzten Jahrzehnte ausgewandert sind, beziehungsweise schon nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin ausgewandert sind.
Und genau dieses Land, also Uruguay, ist eines der Länder, das von sehr vielen Deutschen derzeit bewandert wird, ist eines der wenigen Länder weltweit, die noch nicht so restriktiv sind wie beispielsweise die Europäische Union, die noch nicht so stark den Menschen in die Ecke drängen. Und ich kann nur hoffen, dass es vielleicht ein letzter Inselstaat bleibt für diejenigen, die sich mit dem Auswandern beschäftigen und einen sicheren Zufluchtsort für sich, für ihre Familien und für ihre Kinder suchen. Wir haben uns auch mit Asien beschäftigt, haben aber festgestellt, dass zwar Asien aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel für viele sehr interessant ist, wir sind doch aber sehr nah an kommunistischen Systemen dran. Und wer in einem demokratischen System leben möchte, ohne große Zwänge, ist in Asien in meinen Augen falsch aufgehoben. Und wenn Sie sich für Ihr Traumland noch nicht entschieden haben, könnte ich mir vorstellen, dass Uruguay für viele Europäer ein sehr spannendes Land ist. Ich möchte hier aber ganz klar feststellen, dass ich nicht dazu aufrufe, aus diesem Land auszuwandern, sondern falls Sie Ihren Lebensabend in einem ja klimatisch spannenden, interessant, mit einer politischen Lage und einem heimischen Umfeld verbringen möchten, halte ich Uruguay für sehr, sehr attraktiv. Wo wir bei dem Punkt wären, den ich Ihnen auch ans Herz legen möchte. Ich halte es für wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wir lieben das Land. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir sollten aber versuchen, das Land in den nächsten Jahren gemeinsam so zu formen, dass wir ein freies Land behalten, ohne politische Zwänge, ohne Fesseln. Und wie das gehen soll, ist ganz einfach. Wir müssen gegenseitig daran arbeiten, dass wir nicht von den Mainstream-Medien bekämpft werden, sondern dass die Mainstream-Medien keine Spaltung in die Gesellschaft treiben und dass wir uns gegenseitig mit Informationen, die glaubwürdig sind und die auch den Echtheitsgehalt bzw. einen Wahrheitsgehalt mit sich bringen, versorgen. Und dass wir Netzwerke schaffen, wo die Menschen, die am System zweifeln und die kritisch sind, wie Sie und ich, zusammenhalten und sich gegenseitig Netzwerke schaffen, auch wenn wir von außen angegriffen werden. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich mit diesem Thema des Auswanderns nur dann beschäftigen, wenn Sie sehr, sehr sicher sind, dass es in Deutschland für Sie zu Ende ist. Wir haben, wie gesagt, viele Fragen in den letzten Wochen bekommen. Deswegen war es mir wichtig, mit Ihnen heute dieses Gespräch zu führen. Warum in Deutschland in der nahen Zukunft eine Kostenexplosion auf uns zukommt, was das für Ihr Erspartes bedeutet, das erfahren Sie in diesem Video. Abonnieren Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal, lassen Sie uns einen Daumen hoch da und schreiben Sie hier unten gerne in die Kommentare, ob Sie bereits planen, auszuwandern, ausgewandert sind oder ob Sie genau wie ich an Deutschland festhalten. Ich freue mich auf Ihr Feedback.